Ja, meine Freunde, Bimonstar Armstadt für euch. Begrüße euch zu einem neuen Arena Talk am 22.02.2015. Es tut mir leid, dass ich letzte Woche keinen gemacht habe, denn es hat mich niedergestreckt, ja auch ein Bimon wird mal krank. Und schlag den ganzen Sonntag flach mit Fieber, Husten und Kopfschmerzen, allen drum und dran. Deswegen tut mir leid, dass es letzte Woche kein Video gab. Und es gibt einige Neuerungen, die ich euch leider und zum Glück verkünden kann, denn ich bin zum ersten kein Admin mehr in einer gewissen Pokémon-Gruppe. Ich wurde von meinen Pflichten enthoben, weil ich die anderen Admins mal auf ihre, ich nenne es einfach mal Doppelmoral in gewissen Sachen und zu gewissen Leuten hingewiesen habe. Und das war scheinbar doch dann zu viel, dass ich meinen Rechten enthoben wurde oder einfach gekickt wurde als Admin. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn du nichts Nettes über Leute sagen kannst, sag am besten gar nichts über die Leute. Und das werde ich auch nicht machen, weil die Menschen einfach zu dumm sind. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass in meinem Let's Play einige Pokémon nach diesen Leuten benannt sind. Deswegen habt ihr jetzt die Chance, diese Plätze einzunehmen. Ich werde in der 30. Folge von meinem Omega Rubin Let's Play erst die Arena machen, die ansteht. Die nächste, ich will jetzt nicht spoilern, welche das ist. Und danach werde ich zum Spitznamen Enderer gehen und werde die Pokémon umbenennen. Deswegen habt ihr die Chance, wenn ihr an meinem Let's Play Teil sein wollt, meines Teams, reinzuschreiben, welche Pokémon ihr sein möchtet. Momentan stehen zur Auswahl. Moment. Ich muss kurz gucken. In der Namen muss ich gucken. Und zwar, es steht zur Auswahl. Unser Start-Pokémon Reptine. Dann haben wir das Magnaien. Schwalbos steht zur Auswahl. Papinella steht zur Auswahl. Igelavar steht zur Auswahl. Minun steht zur Auswahl. Und Aggron steht zur Auswahl, also Stolrak. Also diese Pokémon stehen momentan zur Auswahl. Wenn ihr eines dieser Pokémon sein wollt, schreibt mir bitte einen Kommentar unter diese Folge hier. Ich werde es auch nochmal ankündigen nächste Woche, wenn ich bis dahin noch nicht alle gefunden habe. Also nochmal Reptine, das Stock-Pokémon, dann Magnaien, Schwalbos, Papinella, Igelavar, Minun und Stolrak stehen zur Auswahl, wenn ihr da in dem Let's Play diese Pokémon verkörpern möchtet, könnt ihr dies ganz, ganz gern tun. Es ist hinter mir schon, halt hier hinten. Hier stehen drei Amiibo-Figuren von Mega Man, von Lucario und von Sonic. Dann steht hier unten noch Sheik und Mart. Und hinter mir steht noch König Dedede irgendwo hier, wie man sieht. Ja, genau. Und noch Link, also Toon Link und Bowser. Ich werde in den nächsten Wochen mal die Unboxings davon hochladen. Ich habe die alle bloß da stehen. Ich warte derzeit noch auf Schalk und auf Meta Knight. Die bekomme ich noch. Und dann gibt es im März auf alle Fälle sehr, sehr viele Amiibo-Unboxings, weil ich muss die auch mal auspacken. Bin ja nichts, wenn die jetzt bloß in der Verpackung hier rumstehen. Und das wird noch demnächst kommen. Trainerschule geht auch weiter diese Woche. Ich werde versuchen, die nächsten zwei Pokémon-Guides hochzuladen. Also zu Mega Lucario wäre das gewesen, dachte ich. Und Mega Sheaox habe ich aufgenommen. Also habe ich noch nicht aufgenommen, aber muss ich noch aufnehmen. Und den Trainerschul-Guide zu den Wesen der Pokémon. Das wird diese Woche wahrscheinlich noch kommen irgendwann. Und ansonsten, ich suche immer noch Leute zum Super Smash Bros. Spielen. Wenn ihr eine Wii U habt und euer eigenen und einen YouTube-Kanal oder keinen YouTube-Kanal, einfach bloß ein Abonnent seid, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich suche wieder Leute zum Super Smash Bros. Spielen. Ich habe jetzt noch drei Folgen online und dann hört auch schon wieder auf. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gegen mich zu smashen und aufzunehmen, könnt ihr euch einfach bei mir melden. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus gewesen für heute. So viel gibt es nicht Neues. Im März kommt auch nichts Neues. Doch, die nächste Battle Competition steht an. Ich habe ja diese Woche dieses Balgoras Video hochgeladen, wo es dieses versteckte Fähigkeiten Balgoras gibt. Und im Pokémon Global Link wurde jetzt schon eine neue Competition angekündigt, wo es die versteckte Fähigkeit von Amora gibt. Das ist dieses Eisgestein-Fossil aus Gen 6. Das gibt es mit Hagelalarm. Und zwar ist das eine Doppelkampf-Competition. Moment. Du musst ein Drachen-Pokémon in deinem Team haben. Und du kannst zwei der folgenden Pokémon auch noch mit benutzen. Also du musst mindestens ein Drachen-Pokémon in deinem Team haben und du kannst benutzen Mewtwo, Mew, Lugia, Ho-Oh, Celebi, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Hirachi, Deoxys, Dialga, Palkia, Giratina, Fiona, Manaphy, Darkrai, Shaman, Arceus, Victini, Reshiram, Zekrom, Kyurem,
Keldeo, Meliodas, Genesec, Xerneas, Yveltal, Zygarde und Diancie. Die Anmeldung davon geht vom 12. bis zum 20. März und das Turnier startet dann am 20. März und geht bis zum 23. März. Das ist wie immer so, ihr habt 30 Kämpfe zu machen, die das nicht wissen, ich habe das ja schon mal gemacht und ich werde es auch bei dem Turnier wieder machen. Ihr habt 30 Kämpfe zu machen über das Wochenende, also pro Tag 10 Kämpfe und müsst halt, um daran dieses, also um dieses Pokémon zu bekommen, müsst ihr halt 3 Kämpfe gemacht haben, also das ist ganz, ganz easy eigentlich. Ich werde das Ganze wieder aufnehmen und dann hochladen, aber das sind halt bloß 10 Folgen über 2 Wochen und das nicht hier über 3 Wochen oder mit 15 Folgen ziehen, das ist auch sinnlos. Und Entschuldigung, und ich bin gespannt, wie es läuft. Mir geht es eigentlich bloß um das Pokémon. Also der Rest ist mir relativ egal, aber ich mache da auch Spaß mal mit und ich bin gespannt, welche Über-Pokémon ich mit dabei habe. Sagen wir es mal so. Also ich werde auf alle Fälle mich überraschen lassen, was da rauskommt. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Sehr, sehr viel Infos. Also wie gesagt, wenn ihr in gewissen Gruppen seid, dann vertraut nicht so, dass da alles so im rechten Ding zugeht. Ich habe da einiges in Admin-Teams gehört oder gesehen. Deswegen habe ich mich auch schon seit über einem Monat da relativ wenig blicken lassen und habe da auch bloß noch im Hintergrund was gemacht. Und also im Hintergrund halt die Leute da, den Leuten geholfen und so weiter. Und ja, das war's eigentlich von mir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis diese Woche. Diese Woche gibt es nochmal Lotto Master über. Also diese Woche gibt es noch Lotto Master, nächste Woche gibt es noch Lotto Master. Dann gibt es eine Woche Let's Play. Und dann gibt es Staffel 2 von Lotto Master, wo wir ein bisschen mehr auf Siege spielen wollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!